Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein What I Read Next von mir für euch. Das heißt, ihr dürft entscheiden, was ich im Monat März lesen werde. Ich werde euch wie immer vier wunderbare Titel von meinem Stapel der ungelesenen Bücher präsentieren. Und ihr dürft dann am Ende des Videos einen Kommentar dalassen und mir sagen, welches Buch ich denn dann nächsten Monat lesen soll. Beziehungsweise wenn das Video jetzt online kommt, ist es schon März. Also ihr dürft entscheiden, welches Buch ich diesen Monat lesen werde von diesen vieren, die ich mir ausgewählt habe. Ich habe mir auch wieder ein Thema überlegt. Der März wird unter dem Motto, ich schließe offene Reihen ab oder ich mache in offenen Reihen weiterlaufen. Das heißt, die vier Bücher, die ich euch heute vorstelle, gehören alle zu Reihen, die ich offen habe, beziehungsweise zwei davon würden sogar dazu führen, dass ich eine komplette Reihe beenden würde. Ich würde sagen, ich stelle euch jetzt das erste Buch vor und das wird eins sein, das dazu führt, dass ich eine Reihe beende. Und zwar ist das The Queen Will Rise. Ich habe auch schon angefangen darin zu lesen, habe dann aber irgendwie nicht weitergemacht. Ich kann euch nicht mal sagen, warum das so war. Aber ich habe, glaube ich, auch erst die ersten 30 Seiten gelesen. Dementsprechend würde ich jetzt einfach nochmal von vorne anfangen, weil ich absolut nicht mehr weiß, was ich auf den ersten 30 Seiten gelesen habe. Und es ist der zweite Band einer Dilogie. Es geht um einen Vampirkönig und ich glaube, das habe ich nicht weitergelesen, weil ich dann Queen of Myth and Monsters weitergelesen habe. Und da geht es auch um einen Vampirkönig. Und ich glaube, damals war es mir einfach zu kompliziert, zwei Bücher mit so einer Thematik parallel zu lesen. Aber ich will unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht bzw. ausgeht. Er ist mein König. Er ist mein Geliebter. Er ist mein Untergang. Londons Straßen werden von Blut regiert. Nach dem gescheiterten Attentat auf Vampirkönig Benedict Tudor schlägt der Hass zwischen Menschen und Vampiren in offene Gewalt um. Florence ist als Blutbraut die menschliche Repräsentantin am Benedicts Seite und könnte eigentlich vermitteln. Doch sie wird im Tower gefangen gehalten. Ursprünglich als Rebellin ins Schloss gekommen, um den König zu töten, hat sie sich gegen ihren Willen in ihn verliebt. Und diese Liebe wird ihr nun zum Verhängnis, denn Benedict hat von ihren Plänen erfahren und ihr Verrat hat ihn zu einem Monster gemacht. Das nächste Buch ist der zweite Teil einer Reihe, die auch mittlerweile schon komplett auf dem Markt ist. Ich habe mir die Bücher damals gekauft und ich habe sie euch in den letzten Videos auch schon ein paar Mal gezeigt. Habe sie dann aber wieder verkauft, als ich mitbekommen habe, dass es eine Sonderedition geben wird. Und zwar ist das die Love Me-Reihe. Meine Love Me-Reihe ist meine. die Love-Reihe von Lena Kiefer. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Ich sage es aber, sie heißt Love-Reihe. Das hier ist der zweite Band, den habe ich bei Chester Fandoms bestellt und den dritten werde ich natürlich auch noch bestellen, aber alles zu seiner Zeit. Das hier ist wie gesagt der zweite, den habe ich auch noch nie gelesen, ich habe immer nur Band 1 gelesen und ja, da ich Lena Kiefer sehr, sehr gerne mag und ihre Bücher liebe, wird es an der Zeit, dass ich die Reihe endlich mal fertig lese. Er hat sie belogen, sie will ihn vergessen, aber das Schicksal hat andere Pläne. Kenzie hat sich geschworen, nie wieder Kontakt mit dem Henderson-Clan. Nachdem Lyle ihr Herz gebrochen hat, will sie sich nur noch auf das Studium konzentrieren. Doch dann erhält sie von Theodora Henderson das verlockende Angebot, ein Resort auf Corfu mitzugestalten. Kenzie ergreift die Chance, ohne zu wissen, was sie dort erwartet. Lyle versucht alles, um Kenzie zu vergessen, nachdem sie ihn als Lügner entlarvt und verlassen hat. Die Pläne für den Familienkonzern stehen für ihn nun an erster Stelle. Als seine Mutter Hilfe bei einem Hotelprojekt in Griechenland benötigt, überlegt er nicht lange. Er ahnt jedoch nicht, wie sehr sein Herz dort auf die Probe gestellt werden wird. Buch Nummer 2. Das andere Buch Nummer 1. Normalerweise sage ich es ja immer dazu. Kommen wir zu Buch Nummer 3. Das habe ich mir irgendwann vor ungelogen 3 Jahren, locker 3 Jahren, gekauft. Es hat auch einen Farbschnitt in der Erstauflage. Habt ihr vielleicht im Thumbnail schon gesehen. Und da war es damals so, dass ich Band 1 von einer Freundin geschenkt bekommen habe zum Geburtstag, auch mit Erstauflagenfarbschnitt und mir dann eben den zweiten auch gekauft habe, ihn aber nie gelesen habe. Und der dritte, den habe ich gar nicht erst gekauft
weil ich den noch nicht gelesen hatte. Damals war ich so schlau, um zu sagen, so, lies erstmal das und dann kannst du den nächsten kaufen, wenn es dir weiterhin gefällt. Aber den dritten gibt es jetzt nicht mehr als Farbschnitt. Also zumindest habe ich ihn nirgends so mehr gesehen. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich die beiden Bücher verkaufe, weil mich die Reihe im Regal verhöhnen würde, wenn ich zwei mit Farbschnitt hätte und eins ohne. Aber ja, das sind First World Problems und es ist eben auch noch eine offene Reihe, bei der ich zwei von drei Büchern noch lesen möchte. Mein Blick streifte die beiden Tremblay-Brüder. Sie waren wie Tag und Nacht, Verführer und Beschützer, Leichtsinn und Vernunft. Beide hatte ich geküsst, beide trugen Teile meiner Seele in sich und beide konnten mir gefährlich werden. Ich biss die Zähne zusammen und streckte jedem von ihnen eine Hand entgegen. Ich traute ihnen nicht, traute meinen Gefühlen für sie nicht. Und doch waren sie alles, was mir noch geblieben war. Ich brauchte sie, und zwar beide, um mir mein Leben zurückzuholen. Buch Nummer 3. Und das letzte Buch wäre auch eins, mit dessen Beenden ich eine offene Reihe abschließen würde. Ich habe den ersten Band, ich glaube, im November letztes Jahr gelesen. Und den zweiten Band würde ich dann gegebenenfalls jetzt im März lesen. Ich habe euch von der Reihe ja schon sehr viel erzählt. Band 1 habe ich auch sehr, sehr oft in meinen What I Read Next Videos hochgehalten. Aber er hat mir wirklich gut gefallen und deshalb würde ich diese Reihe dann auch gerne weiterlesen, um zu wissen, wie es weitergeht in der Geschichte und einfach eine Reihe weniger auf meiner offenen Reihenliste zu haben. Glaubst du an die Macht der Liebe? Irgendwas fühlt sich anders an. Warum kann Giulietta Venedig nicht mehr verlassen? Langsam dämmert es ihr. Sie wurde verraten und das ausgerechnet von dem Menschen, dem sie am meisten vertraut hat. Niemals hätte sie gedacht, dass Malvolio fähig wäre, sie so zu hintergehen. Giulietta muss sich neue Verbündete suchen, denn es steht mehr als ihr Herz auf dem Spiel. Ihr Leben und das der Venezianer. Buch Nummer 4. Wie immer zeige ich euch die Bücher jetzt nochmal schnell im Schnelldurchlauf. Das macht Sinn. Buch Nummer 1. The Queen Will Rise. Buch Nummer 2. Don't Hate Me. Buch Nummer 3. Stolen, verwoben in Verrat. Und Buch Nummer 4, Nena Tramontanis Cards of Love, der Zauber der Welt und nicht die Rettung der Welt. Das ist ja dieser Fehldruck. Ja, jetzt liegt es an euch. Ihr dürft entscheiden, welche Bücher ich im März, oder welches Buch von diesen vieren ich im März lesen darf. Also ich bin diesmal tatsächlich sehr, sehr offen. Manchmal habe ich ja bei meinen Videos dann so einen Favorit, wo ich dann mal sage, ach ja, das wäre ganz schön, wenn das gewählt werden würde. Aber diesmal ist es mir wirklich relativ egal, weil ich zwei davon vermutlich so oder so zeitnah lesen würde. Ich werde natürlich jetzt nicht sagen, welches davon das ist. Wie immer packe ich euch auch die vier Bücher in die Infobox. Da gibt es einen Affiliate-Link zu Thalia und zu Amazon. Das heißt, wenn ihr darüber eins der Bücher kaufen wollen würdet, dann würde ich eine kleine Verkaufsprovision erhalten. Und ihr wisst ja, dass ich von diesen Amazon- und Thalia-Affiliate-Programmen meine Schreiberei finanziere, beziehungsweise das Merchandise zu meinen Büchern oder halt eben allgemein alles, was mit meinem Self-Publisher-Dasein zu tun hat. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch bei meinem nächsten Video wieder. Habt's fein und tschüss!